Täglich werden in Deutschland bis zu 250 Personen als vermisst gemeldet. Im nächsten Fall der Kriminalhauptkommissarin Norbert Meinert und Hans Frendenberger steht das Leben eines Familienvaters auf dem Spiel. Hey, 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 warte mal, was ist denn hier los? Guck dir mal die Karre an. Hallo? Hallo? Was ist passiert? Es geht hier um Leben und Tod. Ich muss unbedingt Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja, was ist denn passiert? Mein Vater ist verschwunden. Mein Vater ist weg. Wir müssen den unbedingt finden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Was ist denn los? Ist das ein Auto von Ihrem Vater oder was? Nein, das ist mein altes Auto. Aber das ist jetzt auch egal. Und damit ist ein Unfall passiert. Was ist denn hier los? Hey, hallo. Wer sind Sie denn? Ich bin Ihre Mutter. Die Kripo-Beamten weisen die Frauen darauf hin, dass das Auto nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen darf. Sie erfahren von der Mutter, dass ihr Mann seit mittlerweile 20 Stunden spurlos verschwunden ist. Er wollte bei seiner Tochter übernachten, ist dort aber nie angekommen. Mein Mann ist nicht zur Arbeit erschienen. Er sollte eigentlich bei meiner Tochter sein. Und ich habe mich in die Bahn gesetzt und bin hier schnell hergekommen. Und Ihre Tochter hat Sie auch informiert gehabt? Ja, genau. Ja, aber ich wusste natürlich nicht, dass sie mit dieser Schrottkarre losfährt und sich auch noch in Gefahr bringt. Damit kann man ja wirklich nicht mehr fahren. Das ist ja unter aller Sorge. Ich komme jetzt nicht hier ums Auto. Ja, ich verstehe. Jetzt kommen Sie mal mit. Wir gehen mal in unser Büro. Die Kriminalisten nehmen den vermissten Fall äußerst ernst, denn die Ehefrau hat vor wenigen Stunden eine alarmierende Sprachnachricht ihres Mannes abgehört. Gesendet hatte er die bereits gestern Abend. Telefonisch ist er seitdem nicht mehr zu erreichen. Hallo Christina, es tut mir leid. Ich musste was tun. Das ganze Geld. Wir brauchen noch jeden Cent. Bitte verzeihen mir. Ja. Was? Wie jetzt was tun? Was soll das sein? Wie können Sie das? Wir wissen das auch nicht. Setz dich mal hin. Ja, also ich habe noch so einen komischen Brief zu Hause gefunden. Ja. Von einem Privatdetektiv, eine Rechnung, ja, du weißt es auch noch nicht. Von einem Privatdetektiv? Die Mutter überreichte dann dem Kollegen einen Brief von einem Privatdetektiven über 800 Euro. Das war hier dieser Brief. Und als ich den gesehen habe, da habe ich gedacht, der Privatdetektiv ist ja nicht umsonst beauftragt worden. Der Vater hat irgendwie ein Problem mit irgendjemandem. Eventuell hat es ja was damit zu tun, dass er irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und wollte das vielleicht klären. Und deswegen hat er einen Privatdetektiv beauftragt. Das ist unsere Vermutung und Hoffnung, dass wir da weiterkommen. Und deswegen haben wir auch den Privatdetektiv dann hierher kommen lassen und wollten ihn natürlich dann auch intensiv dazu befragen. Danke, ciao. So, den haben wir also herbestellt. Wollen wir mal hören, was der zu sagen hat. Ja, wir haben noch gar kein Geld. Was ist denn los? Nicht, dass Papa sich was angetan hat. Das glaube ich nicht. Also, da war so eine Unfallsache gewesen, eben mit ihrem Auto. Das hatte ihr Ex-Freund da verbockt und der ist irgendwie abgehauen vom Unfallort. Aber das und ist doch, vielleicht hat das damit was zu tun. Irgendwie. Nicht, dass er sich was angetan hat. Ja. Mhm. Also, wir hatten dann halt ganz viel Schulden und so. Sie hatten viele Schulden. Ja. Weil er hat ja irgendwas gesagt, die brauchen auch das Geld. Das muss ich machen. Also, ich musste das machen. Auto. Ja, wir mussten den Schaden selber bezahlen von dem Auto. 5.000 Euro waren das. Ja. Und das hat unseren Vater oder meinen Mann unheimlich belastet. Und deswegen haben wir jetzt Angst, dass er sich irgendwas angetan hat, weil er uns irgendwas tun können. Wir müssen ihn noch suchen. Haben Sie mal ein Foto von Ihrem Mann? Zurzeit kommen mehrere Situationen in Frage. Es könnte einmal sein, dass der Mann, der jetzt im Moment nicht da ist, entführt worden ist. Es kann sein, dass er sich irgendwas angetan hat. Es kann sein, dass er irgendwelche Straftaten begehen will. Bei diesem Mann übrigens handelt es sich um diesen Menschen hier. Und wir sind jetzt natürlich auf der Suche, vor allen Dingen im näheren Umfeld. Aber ich befürchte, das ist hier eine etwas außergewöhnliche Situation. Der wird nicht da sein, wo man ihn vielleicht vermutet. Ja, hallo? Alles klar. Gut, ich komme runter. Die Aussage des vorgeladenen Privatdetektivs ist jetzt von entscheidender Bedeutung. Er wird die Kriminalhauptkommissare auf eine neue, wichtige Spur bringen. Was war der Auftrag hier? Das will ich wissen. Passen Sie mal auf. Erstmal vorab, das wissen Sie doch selber. Das ist wie bei Ärzten. Ich habe doch Schweigepflicht, oder? Ich kann Ihnen doch jetzt nicht alles sagen. Klar. Das bringt doch unseren ganzen Standard, unseren Beruf, bringt den Verruf. Ich mache das schon 30 Jahre, also. Passen Sie mal auf, wenn wir hier den Verdacht haben, dass ein Verbrechen vorliegt oder dass jemand vermisst ist oder die Vermutung, dann können Sie uns schon ein bisschen dazu beitragen. Sie sind nicht im Verdacht oder was? Nee, Sie sind nicht im Verdacht, das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber Sie können dazu beitragen, dass wir hier den Mann so schnell wie möglich wiederfinden, weil es gibt schon ein paar Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja gut, also das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, dieser Herr Nordmann hatte mich beauftragt, ich sollte jemanden für ihn finden.
Ja. So, das habe ich getan, weil ich kenne mich auch ein bisschen aus hier in Duisburg. Für ihn sollten Sie jemanden observieren. Richtig. Oder finden? Auffinden. Auffinden. Und? Das habe ich getan. Den haben Sie gefunden? Richtig. Und zwar diesen Jannik Wilske. Jannik Wilske? Wilske, genau. Den habe ich gefunden, habe ich ausfindig für ihn gemacht. Was hat der Herr Nordmann Ihnen noch sozusagen an Informationen dazugelegt? Ich weiß nur, dass es da irgendwie um Geld etc. geht. Worum jetzt im Einzelnen? Keine Ahnung. Sie sollten, haben nur den Auftrag gekriegt, ich mache den aufwendig, gekriegt, möchte richtig, den finden. Richtig. Und das haben Sie auch geschafft. Wo haben Sie ihn gefunden? Auf dem Schrottplatz. Das Richtig. Muss wohl Verwandtschaft oder so sein. Ich habe da einen Tipp gekriegt. Welcher gesagt, Schrottplatz ist das? Ein Schrottplatz? Den Namen kann ich Ihnen jetzt nicht. Ich gehe an, das ist Familie oder was? Keine ja. Ahnung. Ja. Aber auf der Höhe 58 oder auf was war das? Höhe. Ich habe auch Fotos gemacht, ja. Okay. Die ich ihm gegeben habe. Mhm. Bin ich gerne bereit, auch zu zeigen. Die Zielperson ist auf den Fotos des Privatdetektivs nur schemenhaft zu erkennen. Die Beamten sichern die Aufnahmen, um die Angehörigen des vermissten Mannes damit zu konfrontieren. Gut, dann haben Sie uns im Grunde genommen erstmal schon gut weitergeholfen. Ich habe jetzt eigentlich erstmal alle Informationen. Ich habe ja Verständnis für Kollegen, auch wenn ich jetzt halt nicht eure Marke trage. Ne? Ja, ich meine, es gibt ja immer wieder Berührungspunkte, ne? Natürlich. So ist das. Ich wünsche Ihnen dann noch viel Erfolg. Dankeschön. Na? Tschüss. Sind Sie nicht der Privatdetektiv? Was wollen Sie denn jetzt? Wo ist mein Papa? Was ist denn was los? Ist denn ich war nur wo ist mein Papa? Ich, Sie müssen mir sagen, wo ist mein Papa? Ich habe schon meine Aussage gemacht. Wir erklären Ihnen das gleich. Alles klar. Der Mann hat nur einen Auftrag und der hat alles gut ausgeführt. Ja. Mehr nicht. Tschüss. Nichts mach's gut. Okay, aber wir müssen jetzt was machen. Ja, klar. Die Kriminalisten bringen Mutter und Tochter auf den neuesten Stand der Ermittlungen. Sie haben bereits eine Fahndung und eine Handyortung nach dem vermissten Familienvater eingeleitet. Und wo genau, für wen hat er beschatten lassen? Den Jannik Wilske. Jannik sag Wilske. Ich doch, deine Kontakte, wirklich. Entschuldigung, aber wo das ist... Wieso kennt sie? Wer ist das denn? Es ist ihr Ex-Freund. Das kann nicht sein, das kann nicht Karre sein. Die Karre doch zu Schrott gefahren, was ich vorhin sagte. Er hat diesen Moment, Unfall... Der hat den Unfall an diesem Auto gemacht, das ja, er hat den Unfall verursacht, ist abgehauen vom Tatort, hatte auch noch eine Haltestelle mitgenommen. Deswegen war so ein großer Schaden entstanden, hat sich ein Alibi besorgt. Ja. Und deswegen sind wir auf den Kosten von diesen 5.000 Euro sitzen gelassen ja. worden. Ja. Und sie hat sich natürlich danach von ihm getrennt. Ja, das ist dieser Jannik. Der Ex-Freund will den Unfall und die damit verbundene Fahrerflucht nicht zugeben und den Schaden nicht begleichen. Damit hat er ein Motiv, den Familienvater mundtot zu machen. Die Kripo-Beamten vermuten, dass er mit dessen Verschwinden in Zusammenhang steht und wollen daher mehr über ihn erfahren. Ich weiß nicht, es ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Ja, so lange schon. Ja. Okay. Aber es hat auf ihn jeden Fall halt, arbeitet er auf dem Schrottplatz auf der Höhe. Das müsste hier in diesem Bereich sein. In der Ecke. Da, okay. Da unten. Ja, du wir müssen aber, wenn wir hier jetzt auf dem Acker getroffen sind, dann ist bestimmt irgendwas wir, passiert. Das werden wir jetzt klären. Sie können jetzt einfach, das Auto bleibt natürlich jetzt bei uns. Ja. Aber Sie können auf jeden Fall nach Hause fahren. Die Kollegen der Leitstelle haben mittlerweile den Funkmast ermittelt, an dem das Handy des Vermissten zuletzt eingeloggt gewesen ist. Es handelt sich um eine Mobilfunkzelle in Duisburg-Neuenkamp, die nicht weit von dem Schrottplatz entfernt ist. Hallo! Abonnieren wir! Ah, da ist jemand. Wir kommen mal zu Ihnen. Das muss aber nicht unbedingt sein. Warum nicht? Wir brauchen ein paar Autoteile. Schönen guten Tag. Freudenberger, Kripo Duisburg. Meinert, Kriminalpolizei. So, was wollt ihr hier? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin der Eigentümer. Sie sind der Eigentümer. Wie ist Ihr Name? Norbert Wilske. Norbert Wilske. Ja. Okay. Herr Wilske, wir sind auf der Suche nach einer vermissten Person. Aha, ich mal gleich. Ich bin. Sag ich mal, das wollen wir ja mal jetzt rausfinden. Und zwar suchen wir diesen Mann, der ist vermisst. Ja. Dann suchen Sie mal. Kennen Sie den? Woher? Noch nie gesehen? Dann ist jeden hergelaufene Penner kennen. Ja, das muss ein Penner sein. Ihr Neffe ist das, glaube ich, der Jannik. Wo ist denn der? Ich weiß nicht, wo der sich wieder rumtreibt. Der ist gelegentlich mal hier, arbeitet ab und zu für mich und dann ist er wieder weg. Heute ist er nicht da? Heute ist er nicht da, nein. Wann war er das letzte Mal da? Zwei Wochen. Vor zwei Wochen? Ungefähr, ja. Ich denke, das kann nicht ganz hinhauen. Sind Sie sich sicher? Ich denke mal schon, ja. Okay. Dürfen wir uns hier mal kurz ein bisschen umgucken? Muss nicht unbedingt sein. Hören wir aber gerne. Die Angehörigen des vermissten Mannes sind den Beamten zum Schrottplatz gefolgt. Die Kriminalisten fordern sie auf, in der Werkstatt zu warten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Hans,
Was ist das denn da? Schau mal. Das kommt mir ja gerade bekannt vor. Wem gehört diese Jacke da noch, Herr Wilske? Kenn ich nicht, weiß ich nicht. Kennen Sie nicht? Hat da wohl mal ein Kunde liegen lassen. Das ist doch Ihr Betrieb hier. Kennen Sie sich gar nicht aus hier? Zeig mal das Bild noch mal. Das ist doch nicht, das ist die. So ein Zufall, ne? Ja, es ist meine, Entschuldigung. So, guck dir das mal an hier. Hab ich vergessen. Das ist doch die gleiche Jacke. Nein, es ist Zufall. Was heißt hier Zufall? Ja, die gibt's noch. So, jetzt sieht die Lage ganz anders aus, ob die jetzt einverstanden sind oder nicht. Wir durchsuchen jetzt hier ihren Schrottplatz. Und wenn Sie uns aber was sagen können, dann machen Sie es bitte gleich. Nein, ich habe nichts zu sagen. Wenn Sie uns das nicht sagen und dieser Person, die wir suchen, passiert irgendetwas, dann sind Sie zur Rechenschaft zu ziehen. Mein Gott! Seien Sie darüber im Klaren. Mein Gott, Hans, guck dir das an. Ah, das ist Blut, ne? Scheiße! Der verschwundene Familienvater schwebt möglicherweise in akuter Lebensgefahr. Die Kriminalhauptkommissare folgen der Blutspur und machen eine entscheidende Entdeckung. Da ist einer. Guck mal, ist das unser Typ? Das ist er doch. Ja, sicher ist er das. Ja, klar. Polizei! Was machen Sie da? Hey, stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Hey! Scheiße, geht's Ihnen gut? Hey, er ist verletzt, der ist total verletzt. Komm. Oh Mann. Können Sie rauskommen? Versuchen Sie mal aufzustehen. Scheiße. Warte, vor dem Kopf. Will er aufstehen überhaupt? Hey! Halt! Hey! Halt! Los, Alex! Bleib stehen! Was schafft denn hier? Stehen bleiben! Hast du ihn? Ja. Bleib liegen. So. Die mutmaßlichen Entführer streiten weiterhin ihre Tatbeteiligung ab und verweigern die Aussage. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Hans, am besten stellen wir den mal hin. Ich hab was gerade aus dem Auto gehört. Was ist denn hier los, Mann? Hat jemand geklopft? Ja, halt ihr fest, ne? So, hier, Kofferraum, Scheiße! Oh nein! Ach du mal, da ist. Ach, okay. Warte mal, hier ist er. Sind Sie bei Bewusstsein? Hallo? Hallo. Sind Sie Herr Nordmann? Ja. Polizei, wir sind von der Kripo. Wird alles gut. Dank. Können Sie selbstständig rauskommen? Können Sie da rauskommen? Geht das? Ein bisschen Hilfe wäre vielleicht nicht. Ja. Sagen Sie, wie? Nicht, dass wir Sie nur extra verletzen. Alles gut? Geht's? Warten Sie mal, Moment. Klar, wir holen erstmal tief Luft. Das ist Ihre Tochter. Geht's Ihnen gut? Oberstes Gebot bei einer verletzten Person, besonders in diesem Fall, ist es, sofort einen Rettungswagen hinzuzuziehen. Denn wir kennen die Verletzung nicht, wir sind keine Ärzte, da muss sofort ärztliche Hilfe her. Was der Mann da mitgemacht hat, der war ja wohl eine ganze Nacht schon in dem Kofferraum und länger. Das ist ja unglaublich. Ich wollte doch nur zu dem, ich wollte gucken, dass der Janik die Wahrheit endlich sagt, dass nicht du den Unfall gemacht hast. Und dass sie nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Und dass, ne? dass wir nicht alles bezahlen, ja, müssen. Genau. Du sollst ja nur die Wahrheit sagen, ja, dass man dagegen was machen kann, dass wir das Geld wieder bekommen. Was ist dann hier passiert? Ist das schon gestern Abend? Dann bin ich zu dem Janik da, ich habe da mit einem Privatdetektiv das ausfindig gemacht und wollte ihn zur Rede stellen. Ja. Und dann haben die mich verarscht die ganze Zeit. War das alles gestern Abend? Ja. Waren Sie jetzt so lange hier im Kofferraum? War ziemlich lange im Kofferraum. Oh nein, schrecklich. Uns geht's gut, wir schaffen das doch irgendwie. Dann haben die einfach angefangen, als es dann lauter wurde, dann haben die ausgelacht, dann haben die mich dann gepackt, verhauen und dann... Oh nein, weiß ich nicht mehr. Dann haben sie noch die Message absetzen können? Wie war das denn? Das war noch tatsächlich, ich hatte noch das Handy da kurz dazu. Ja. Und dann irgendwann mal, dann war vorbei. Dann war, als ich die Message dann abgesetzt habe, dann gingen die Lampen erstmal aus und wach geworden bin ich hier. Aber es geht Ihnen langsam mit dem Sprecher. Hast du Andreas gerufen? Ja, kommt. Gut. Sie werden jetzt erstmal nach vorne an der Anmeldung was trinken. Lass uns mal nach vorne gehen. Bleiben Sie mal bei Ihrem Vater hier. Norbert Meinert und Klaus Schäfer haben dem Familienvater durch ihre akribische Ermittlungsarbeit das Leben gerettet. Der Täter zeigt keine Reue. Sehen Sie nicht mal, wie der Mann aussieht? Wo hätte er da verrecken sollen? Du zerstörst unsere Familie! Du machst uns kaputt! Und ich hab dich mal geliebt! Ja, ist okay. Du bist ein Idiot! Kommen Sie mal her. Nichts mehr. Sie sagen auch nichts mehr. Sag gar nichts. Also es macht sich wirklich besser, wenn Sie ein bisschen was dazu beitragen, dass wir diesen Fall hier aufklären. Sagen Sie, das ist nicht normal. Sag hier sind gar Blutspuren, die Jacke von dem Herrn, der Herr ist im Kofferraum, er will mit dem Auto flüchten und Sie sagen, es ist gar nichts. Hallo? Er ist die ganze Nacht da verletzt im Kofferraum gewesen. Gucken Sie mal, wie der blutet. Wissen Sie, was da hätte passieren können? Sie können die Sache jetzt ein wenig mildern, indem Sie mal endlich sagen, was hier passiert ist.
Ist nichts passiert. Sag gar nichts, Onkel. Das ist scheißegal. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, abführen. Wir haben hier an Straftatbeständen auf jeden Fall eine gefährliche Körperverletzung. Wir haben Nötigung, wir haben Freiheitsberaubung. Und im vorliegenden Fall, der Mann im Kofferraum praktisch 24 Stunden schon bald gelegen hat und wer weiß, wo er noch hätte hingebracht werden sollen, können wir auch davon ausgehen, dass hier ein versuchter Totschlag oder sogar ein versuchter Mord vorliegt. So, er kommt bei uns mit. Bitte. Und den nehmt ihr mit. Ja. Kopf runter. Auch der Onkel muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten. Der Ex-Freund muss außerdem für den entstandenen Schaden an dem Wagen seiner Ex-Freundin aufkommen. Der Familienvater hat glücklicherweise keine bleibenden Schäden zurückbehalten.